Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Chipmunks Habbo. Ich möchte jetzt gerne ein Video machen über ein Spiel bei Ultimate. Ich werde gegen einen Freund so spielen. Ich glaube, Janis 3500 oder so. Werdet ihr jetzt sehen. Die erste Halbzeit wird es jetzt sein und dann die zweite Halbzeit. Das ist ein Testspiel, was ich kurz testen möchte. Und ja, viel Spaß. Und das ist das Team, das spielen wird gegen diese Mannschaft. So. Im Signal Iduna Park. Machen wir mal Halbprofi. Oder ne, Profi. Und das ist jetzt die Spielanstellung. Viel Spaß. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber es wird mir spannend werden. Marco Reus. Torsten Konter, was machen Sie da? Hummels. Angriff auf den Gegner. Hier reicht sich wieder das Beste. Oh mein Gott. Auch das Beste. Warum nicht das Beste? Da ist jetzt Osterwagen. Da freut sich das Spiel. Götze. Ein Rangel hat den Ball. So macht das richtig. Erkennt und hat den Ball. Jetzt müsste er abgespielt werden. Diese Flasche bringt keine Gefahr. Balotelli. Das sind zwar drei Leute im zweiten Schlag. Das Mädchen ist noch eins. Mehrere freie Mitspieler in der Mitte. Das ist ja gar nicht. Jetzt aber. Wenn Sie jetzt einen Konter drauf machen. Und haben Sie gut eingestellt, den Konter. Aber Herr Lü. Und da bekommt er Unterstützung. Götze, das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits gegeben. Das ist nichts. Das ist sehr und schwach. Sich den Ball zurechtlegen. Damit hast du selten erkannt. Was für eine klasse Tat. Jetzt greift er wieder ab.
entwickelt sich eine Möglichkeit. Mensch, Mensch, Mensch. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Ein wunderschönes Zuspiel. Kevin Prince Boateng. Auch unter Druck, absolut ballsicher. Und wenn jetzt die Flanke noch hochkommt, Schmelzer. Er kommt die Passe. Direkt vor der Tür abgebaut. So, das war die erste Halbzeit. Gleich von der zweiten Halbzeit Video. Viel Spaß. Ne? Und Buschi, wie hast du das Spiel bis jetzt gesehen? Ja, absolut ausgeglichene Partie. Und natürlich der Börner ist ja absolut dieses kuriose Eigentum.